Willkommen, Freunde von historischen Schlachten. Das ist eine ganz besondere. Wir haben hier eine Community-Schlacht zwischen mir und Infiltration vor uns, aber eine sehr besondere, da wir uns hier Themenarmeen gebaut haben, die an historische Vorbilder erinnern. Und das Ganze ist mit meinen Mods aufgenommen worden und ich repräsentiere hier den guten Alexander den Großen, der um 350 vor Christus gegen die Perser Krieg geführt hat. Das ist ein sehr bekannter Name, man kennt ihn vor allen Dingen dafür, dass er mit einer riesigen griechischen Armee an Phalangiten über die jetzt türkischen Gebiete und auch die arabischen Gebiete hinweggezogen ist und die Perser dort auseinandergenommen hat, hat sogar sich vorgekämpft bis nach Indien. Ist wirklich einer der größten Strategen der gesamten Menschheitsgeschichte, wenn man das so sehen will. Aber er ist auch dafür bekannt, dass er ein Kavalleriekommandant war. Und das sehen wir hier. Denn ich spiele ihn hier eigentlich sogar hauptsächlich als Kavalleriekommandant mit dem guten Cetra und den nehekarischen Reitern hier im Petto. Ihm begleiten hier ein paar Speerträger, ein paar schnelle Einheiten, die quasi einfach so seinen Backup-Plan zur Verfügung stellen. Ansonsten hat er wirklich nur einen riesigen Wall aus Phalangiten. Ihm gegenüber steht ein Mann, der eigentlich 100 Jahre später erst gelebt hat und hier natürlich mit den Echsenmenschen ein bisschen anders repräsentiert ist, aber die Echsenmenschen passen eigentlich ganz gut auf ihn, denn es ist Scipio Africanus, der hier mit einigen Kampfechsenreitern daherkommt. Krogar hat er dabei und seine Hauptlinie besteht, wie könnte er so anders sein, aus an die Römer anmutende Skink Evocati oder auch ganz normale, wo haben wir sie denn? Und auch ganz normale Skink-Kohorten mit Wurfspeeren. Sehr viele davon. Wir haben hier hinten sogar noch ein paar Schattenflut-Salamander, die repräsentieren ganz einfach die römische Artillerie, wie auch dieses riesige Ding hier. Der Skorpion war ja quasi auch so eine Art Mini-Balliste, könnte man sagen. Mini-Steinschleuder und ja, diese, ich sage mal, MG-mäßigen Armbrüste hier oben repräsentieren die eigentlich auch ganz gut. Also wir haben hier ein Themen- oder zwei Themenarmeen, die gegeneinander aufziehen. Wir werden sehen, welche von beiden Armeen hier die bessere ist. Was wir natürlich aus der Warhammer-Sicht sagen können, ist, wir haben hier ganz viele Einheiten ohne Schild und hier ganz viele Einheiten mit Schild, die wiederum mit Wurfspeeren ausgestattet sind. Also ist diese Armee prädestiniert, um hier massiven Schaden anzurichten. Allerdings haben wir hier Ushabti mit Großbogen, die wiederum ziemlich gut sind gegen das große Biest hier und generell ja eine ziemlich heftige Einheit sind. Außerdem die Schattenflut wird hier wahrscheinlich sehr, sehr übel werden und auch die massive Kampfechsenreiter hier hinten, die sind wahrscheinlich auch eine ziemlich üble Bedrohung. Ist jetzt nicht die beste Kavallerie, aber dafür war Rom nie bekannt. Sind eher so, ja. Oh, Moment mal. Ich hatte gerade irgendwas Bonus gegen Groß. Achso, das war Krogar. Er hat hier halt zwei Kavallerieeinheiten dabei. Ich würde trotzdem sagen, dass diese zwei Kavallerieeinheiten besser sind als diese zwei Kavallerieeinheiten hier. Aber der gute Alexander hat einen kleinen Clou dabei. Den werden wir dann später in der Schlacht auch nochmal sehen. Was wir außerdem haben, bisschen untypisch, aber ja, irgendwo muss das Geld auch noch hin, sind hier die Augen der Wüste. Die wirklich sehr, sehr mächtig sein können und vor allen Dingen für Kavallerie eigentlich nicht so einfach zu besiegen. Vor allen Dingen für solche Kavallerie sind sie quasi unbesiegbar. Denn umso weniger Modelle die feindliche Kavallerie hat, desto effektiver arbeiten die Augen der Wüste, die jetzt erst kurz gesichtet wurden und Infiltration schickt jetzt hier auch schon seine Kampfechsenreiter hinein. Ja, was denkt ihr? Was haltet ihr von solchen Themenarmeen, die wir jetzt hier vor uns haben? Ich bin gespannt, wie die Schlacht ausgeht. Ich meine, ich habe sie selbst geschlagen. Ich weiß den Ausgang natürlich schon. Aber ich bin auch gespannt, wie das Ganze hier vonstatten ging. Denn die Schlacht ist schon eine Weile her und ich habe sie seitdem nicht mehr angeguckt. Schauen wir einfach, wie sie abläuft. Los geht's.
So, was wir hier auf jeden Fall sehen, die Augen der Wüste kriegen doch schon einiges an Schaden ab, wo sie gegen die deutlich günstigeren Kampfechsenreiter antreten. Aber jetzt kommt hier eine Kavallerie-Angriff von hinten und hier die Nekarischen Reiter werden verstärkt von Jafars Anrufung der verfluchten Klingen, die Bonus gegen Groß verursachen, wenn man sie overcastet. Das hat der gute Setra alias Alexander der Große hier auch getan. Und jetzt stürmt er hier in den Rücken, währenddessen die Augen der Wüste hier standhalten, die bereits die ersten Kampfechsenreiter mit Sperren ausgeschaltet haben, weil hier auch noch Ushekeks Anrufung des Verdorrens gecastet worden ist. Ziemlich üble Sache. Hier beginnt langsam der Fernkampf. Ach ja, wir haben ganz vergessen, einige Bogenschützen haben es doch in die Armee geschafft, auch wenn es nicht gerade viele sind, 2 Stück. Aber das reicht, um hier das ehrwürdige Stegadon schon mal einiges an Lebenspunkten zu kosten. Ja, und die ganzen Phalangiten hier, die übrigens eine Mischung aus relativ billigen Phalangiten sind und auch den Gruftwächter-Phalangiten, die extremst krasse Werte haben. Hier 59 Nahkampfabwehr. Und was haben die hier? 46 Nahkampfabwehr. Ziemlich krass. Aber das liegt vor allen Dingen an ihrer Formation, die gerade aktiviert ist. Da kriegen sie nochmal 15% Nahkampfabwehr dazu, solange die aktiviert ist. Aber ihre Geschwindigkeit ist auch erheblichst reduziert. So, aber hier wird jetzt gleich der Fernkampf beginnen. Trotzdem konzentrieren wir uns gerade hier oben drauf. Denn hier ist ein wichtiger Moment. Die Kavallerie kämpft hier gerade. Und wir werden sehen, was jetzt hier abgeht. Ja, die Kavallerie von Alexander umkreist langsam die feindlichen Einheiten. Und Scipio Africanus Truppen müssen sich hier zurückziehen. Hier oben wird der konzentrierte Beschuss langsam für die Artillerie von Scipio zu heftig. Und diese ist jetzt jeden Augenblick auf dem Rückzug. Kleines Flankierungsmanöver da oben. Hier oben hat es die Schatten, haben es die Schattenflut hinten herum geschafft. Aber die Speerträger, die jetzt wirklich sehr, sehr günstig sind, wurden ihnen auf den Pelz geschickt. Und die werden jetzt ein bisschen rumnerven. Dafür kommt hier dieses Flankierungsmanöver ziemlich gut, denn die Phalanx ist nun mal sehr, sehr langsam und kann einfach nicht so gut sich umlenken und neu positionieren. Wohingegen die Skink Evocati und die Skink Kohorten extremst schnelle Einheiten sind, können also perfekt rumlaufen. Aber hier in den Nahkampf zu gehen mit den Sauruskriegern war vielleicht nicht die beste Option. Man hätte vielleicht einfach weiter schießen sollen mit den ganzen Wurfsperren, um hier seinen kompletten Vorteil zu nutzen. Hier hinten ebenfalls weiter Bogenbeschuss. Die Schattenflut schießt hier wieder auf die Bogenschützen, die jetzt fast mit einer Salve vollständig ausgeschaltet worden sind. Was ist hier oben mittlerweile los? Die Kavallerie versucht immer noch verzweifelt, hier Krocker auszuschalten. Alle drei Kavalleristen kümmern sich um Krocker. Das ist wertvolle Zeit, die hier verloren geht. Setra ist währenddessen zurückgelaufen und versucht hier einige der Einheiten zu stärken. Hier die Schutzresistenz, um hier einfach nicht so schnell Schaden zu bekommen. Hier werden jetzt nächste Einheiten reingeschickt. Das ist ein riesiges Geblobbe, das ist nicht gut. Und hier hinten wird sich jetzt konzentriert auf die Schattenflut mit den ganzen Bogenschützen, um diese auszuschalten. Hier eine der Bogenschützeneinheiten ist bereits ausgeschaltet worden von Alexander. Oh, das war zu schnell. Die andere Arshaps Legion hier, eine elitärere Bogenschützeinheit, die magische Geschosse von sich schießen kann und sogar so einen Legionsbeschuss kann, den ich jetzt allerdings nicht mehr machen konnte, weil dafür braucht man 50% Gesundheit noch. Das hat er mir leider schon verwehrt. Ziemlich übel, die Schattenflut ist ausgeschaltet, Kavallerie ist ausgeschaltet. Flankierungsmanöver hier setzt ein. Wir werden allerdings hier gerade ein bisschen aufgehalten. Weiß nicht, was er sich da so gerade denkt. Hier Krocker schafft es tatsächlich kaum Leben zu verlieren und unfassbar viel Schaden bei der feindlichen Kavallerie anzurichten. Verzeiht meine Stimme, die ist über den Tag ein bisschen angegriffen. Schauen wir uns mal die wunderschönen Modelle an, der Evocati, die sich in den Nahkampf stürzen. Aber natürlich haben die keine Chance gegen die fetten Konstrukte hier.
Phalanx kommt von der Seite dazu und spießt die ungepanzerten Einheiten hier auf. Flankierungsmanöver hier hinten schlägt ziemlich viel und jetzt passiert gleich etwas wirklich Schlimmes. Denn dieser Kavallerie-Charge hier in den Rücken, ein typisches Hammer- und Amboss-Manöver von Alexander, gibt dieser Armee hier wahrscheinlich gleich den Rest. Es schwächt die Moral erheblich, sodass sie jetzt gegen Augenblick fliehen werden. Ushabs Verdorrung wurde ebenfalls noch gecastet. Ja, und dieses Gings hier werden jetzt wirklich jeden Augenblick fliehen. Kogar hier hinten immer noch beschäftigt. Ebenfalls kurz davor zu fliehen. Die ganze Armee bricht in sich zusammen. Und Alexander, der Große, hat einen weiteren Sieg errungen. Scipio Africano konnte es hier nicht schaffen. Aber er ist ja ohnehin eher prädestiniert gegen die Karthager gewesen. Ja, was haltet ihr von dieser Schlacht? Wir können jetzt hier uns nochmal die Armeen anschauen. Ich habe wirklich relativ wenig Verluste erlitten, aber ich wollte euch die Schlacht trotzdem einfach zeigen, weil sie so cool themenmäßig umgesetzt worden ist. Vor allem, weil hier wirklich einfach sehr viel geklappt hat von der Formation. Auf Infiltration-Seite war das einfach, wurden die Speerwerfer nicht optimal eingesetzt und auch die, das ehrwürdige Stegodon ist hier einfach zu sehr beschossen worden. Ich habe mehrere solche Armeen mal gebaut und ich habe diese Armee hier auch Infiltration vorgefertigt gegeben. Also er konnte hieran nichts ändern, das ist quasi komplett auf meinen Mist gewachsen. Und meine Armee ebenfalls wurde per Zufall bestimmt, habe ebenfalls mal gespeichert gehabt und so hat es der Zufall gewollt, dass diese beiden Armeen gegeneinander angetreten sind. Und das macht ziemlich Spaß. Man muss sich einfach keine Gedanken machen, was für eine Armee man mitnimmt, weil die Armeen so alle auf ihre eigene Weise gut gebalanced sind und alle relativ gut gegeneinander funktionieren können. Umgekehrt hätte es diese Armee hier locker auch schaffen können, diese hier auszuschalten. Hätte man hier mit der Kavallerie und der Schattenflut ein bisschen besser gearbeitet und natürlich auch mit den Speerträgern, das gab es ja auch 3 Stück davon, nicht zu vergessen, hätte man hier die Bedrohung der Kavallerie leichter abwenden können und die ganzen Phalangiten entweder ausmanövrieren oder zerschießen können. Auch Krocker ist ein sehr gut geeigneter Lord, um hier Setra den Unvergänglichen zu töten. Er hat einen Bonus gegen Große, aber ich glaube tatsächlich im Zweikampf macht Krocker das doch ziemlich einfache Wett. Ja, von den Kills her hat die Phalanx jetzt gar nicht so viele gekillt. Die Gruftwäsche der Phalangiten waren jetzt hier deutlich besser, was das angeht. Aber wenn man das jetzt hier zum Beispiel mit so einer normalen Skin-Kohorte vergleicht, haben die doch schon deutlich mehr Kills gemacht oder selbst hier die Saurus-Krieger mit Speeren. Es waren fast schon 2 Defensivarmeen, die gegeneinander gekämpft haben. Nur die eine hier wäre eigentlich ein bisschen mobiler gewesen. Naja, ich hoffe, euch hat es zusehends Spaß gemacht. Vielleicht hat euch das auch einen neuen Antrieb gegeben oder neue Inspiration, was man aus Warhammer machen könnte. Und ja, wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, schreibt mir das in die Kommentare. Dann versuche ich den einen oder anderen mal davon zu überzeugen, öfters so etwas mit mir zu spielen. Es gab ja schon in der Vergangenheit mal so eine kleine Themenschlacht, das war dann in eine eher andere Richtung, das war jetzt wirklich rein historisch hier, Scipio Africanus gegen Alexander den Großen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.